Orient und Okzident sind Kreidestriche, die jemand vor unsere Augen hinmalt, um unsere Furchtsamkeit zu narren. Ich will den Versuch machen, zur Freiheit zu kommen, sagt sich die junge Seele. Ich will den Versuch machen, zur Freiheit zu kommen. Nicht Gelegenheit macht Diebe. Sie ist selbst der größte Dieb. Sie stahl den Rest der Liebe, die mir noch im Herzen blieb. Das Stromnetz funktioniert? Ja, es funktioniert. Weitgehend. Nicht mehr so viele alte Menschen, die erfrieren. Nicht mehr so viele Shopping-Malls, die ausgeräumt werden. Nicht mehr so viele Männer, die als vermisst gemeldet werden? Deutlich weniger Vermisste. Weniger Hinrichtungen. Weniger Leichenberge in den Schars. Die Leichen werden immer pünktlich? Ja. Immer pünktlich? Ja, genau. Werden immer pünktlich weggeräumt. Exil ist eine Metapher für die Erfahrung der Entfremdung, die so existenziell ist, so universell, dass sie keinen Ort braucht. Und auch keine Heimat als Gegenort. Die Tür geht auf, ein anderer Engel tritt heraus. Sie wünschen? Und er streckt die Hand aus. Wahrscheinlich will er mich nur einmal berühren. Engel haben zuweilen solche kuriosen Wünsche. Wir sind aus den Elementen geschaffen. Aus Wasser, Feuer, Erde und Luft. Unmittelbar und irdischer Duft ist unserem Wesen ganz zuwider. Steigen nie zu euch hernieder.